Hi zusammen, die liebe Reni hat mich getaggt zu dem Sommer-Beauty-Tag Colors of the Rainbow und ich finde, das ist so ein Beauty-Tag, der sehr gut zu unserem leider verregneten Sommer passt. Und ich fange direkt mal mit der ersten Farbe an, die da ist, die Farbe Rot. Und da zeige ich euch meinen Farbfavoriten in Sachen Beauty bzw. Make-up und ich wollte euch jetzt auch nur sommerliche Sachen zeigen und im Sommer ist es so, weil normalerweise hätte ich euch meinen lieblingsroten Lippenstift gezeigt, aber im Sommer ist es so, dass ich roten Lippenstift nicht so gerne trage, aber rotes Rouge trage ich auch im Sommer sehr gern, weil es so schön frisch aussieht und weil man sich dann das Augen-Make-up eher dezent hält und dann schöne frische Wangen, das ja, so wie heute zum Beispiel, das mag ich im Sommer sehr gerne und deswegen ein rotes Blush, was ich total liebe, das ist aus dem Drogeriebereich von der Marke Catrice, war ein limitiertes Creme Rouge, was man für die Wangen verwenden kann, aber auch für die Lippen. Und ich finde, der Halt ist sehr gut, weil es nicht irgendwie zu schmierig cremig ist und direkt aufgesaugt wird auf der Haut oder so. Es ist sehr fest von der Konsistenz und ja, das ist eine sehr geile, knallige, frische Rotfarbe. Und die nennt sich, also aus der Neo Geisha LE, Madame Butterfly hieß die Farbe. Und ja, das wäre auf jeden Fall mein Sommerfarbfavorit in der Farbe Rot. So, dann die Farbe Orange und das ist die Farbe, die ich auch schon auf den Lippen trage. Das ist mein absoluter Lieblings-Korall-Orange-Lippenstift im Sommer. Und zwar war es dieser Lippenstift schon letztes Jahr. Und das ist einer von Chanel, war auch leider limitiert. Aber ich will euch in diesem Video nicht anlügen. Da seht ihr auch direkt, wie glänzend das Finish ist von dem Lippenstift. Und genauso glossy sieht die Farbe auf den Lippen dann auch aus und sehr sommerlich und frisch und fröhlich und ja, eine sehr schöne Farbe, die hieß En Vogue. Ja, ein Rouge-Coco-Schein von Chanel. Könnt ihr vielleicht mal schauen, ob ihr es noch irgendwo im Internet findet, aber ist eigentlich limitiert gewesen. Dann die Farbe Gelb und ich bin mal so frech und zähle Gold auch mal zu Gelb. Und zwar trage ich goldenen Lidschatten an sich immer sehr gerne, aber im Sommer erst recht. Einfach nur zum Beispiel Woodwinked von MAC einfach über das Lid geben und dann hat man schon den Sommerlook. Weil im Sommer ist es so, dass ich mich nie so stark schminke. Und hier seht ihr auch, dass es so einen bronzigen Stich hat. Auf hellere Haut ist der Lidschatten auch rötlicher. Und ja, das wäre so mein Go-To-Lidschatten, weil der sich ganz schnell, ganz einfach auftragen lässt, weil der halt sehr seidig und gut pigmentiert von der Konsistenz ist. Und dann aber ein Alternativtipp, den ich mindestens genauso schön finde, von NYX, gibt es auch in ausgewählten Douglas-Filialen, ist auch relativ günstig, die Marke. Ein Pigment, ein Lidschattenpigment und das ist die Farbe, oh, jetzt ist die Bezeichnung gar nicht mehr drauf. Ich weiß es leider nicht. Auf jeden Fall ein goldenes Pigment von NYX. Könnt ihr ja mal gucken. Ich trage euch mal ein bisschen was von der Farbe auf, damit ihr den direkten Vergleich habt. Diese Farbe geht weniger ins Bräunliche und ist heller als Woodwinked. Hat auch keinen Rotstich oder so. Zumindest auf meiner Hautfarbe nicht. So, da seht ihr den direkten Vergleich. Hier ist dieses goldene Pigment von NYX und hier ist Woodwinked von MAC. Das sind so die zwei liebsten goldenen Lidschatten, die ich habe. So, dann geht's zur Farbe Grün. Und im Sommer bin ich sehr heiß wieder auf olivfarbene Lidschatten, was im, ja, jetzt in der vergangenen Zeit ja gar nicht so der Fall war. Aber mein Lieblings-olivfarbener Lidschatten ist einer von Zoeva. Das ist auch ein Pigment. Und das ist die Farbe Buddhaful, meine ich. Moment, ich schaue nochmal. Ja, die Farbe Buddhaful ist das. Und da ist auch ziemlich viel drin. Also vom Pigment braucht man ja nicht viel für ein Augen-Make-up. Und da ist da doch schon recht viel drin. Und da mache ich euch auch mal einen Swatch von. Ein Swatch. Ja, und das hier ist die Farbe. Voll schön. Erinnert mich voll an Oliven. Und ja, ja, sehr, 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 sehr schön. Mag ich sehr gerne. Moment, erstmal den Deckel wieder aufheben. Auf jeden Fall, Zoeva ist ein Online-Shop, könnt ihr online bestellen. Das Pigment in der Farbe Buddhaful. Dann mein Farbfavorit in der Farbe Hellblau. Und da hatte ich eigentlich mal von dem Online-Shop BE Cosmetics einen Gel-Eyeliner in Hellblau. Ich glaube, genau, der hieß Skyline. Und den habe ich immer im Sommer ganz gern auf der Wasserlinie getragen, weil das immer so einen Pop of Color bringt.
und die Augen so leuchten lässt, ohne sich viel zu schminken. Aber der ist bei mir leider schon ausgetrocknet und den habe ich schon vor einiger Zeit wegschmeißen müssen. Aber den werde ich mir auf jeden Fall nochmal holen, weil das ist richtig, richtig schön. Gel Eyeliner von BE Cosmetics, Online-Shop, setze ich in die Infobox und ja, die Farbe Skyline war das. Aber alternativ dazu finde ich auch, wenn man unten volle Wimpern hat, finde ich es voll schön im Sommer, wenn man so bunte Wimperntusche aufträgt, zum Beispiel jetzt in der Farbe Hellblau. Und das ist auch von der Marke Basic. Das war, glaube ich, eine Eigenmarke von Schlecker, genau, aber Schlecker gibt es gar nicht mehr, ich weiß nicht. Falls ihr wisst, wo es diese sehr, sehr günstige Marke Basic noch gibt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, schreibt es uns allen bitte in die Kommentare. Und da, ich habe nämlich eine Zeit lang echt nach so einem hellblauen, leuchtenden Farbton gesucht und habe ich nur von der Marke Basic gefunden. Und wenn ihr dann die unteren Wimpern damit tuscht, das finde ich voll schön. Gerade bei braunen Augen ist die Farbe Blau ja sehr gut geeignet. So, dann die Farbe Indigo. Und da hatte die Reni total recht. Das ist sehr schwer, etwas zu finden in der Farbe Indigo. Ich habe gemerkt, dass ich gerne einen Gel-Eyeliner auch für die Wasserlinie hätte in der Farbe Indigo. Und den habe ich noch nicht. Aber da ich euch jetzt nichts aus dem Finger saugen wollte und euch auf jeden Fall etwas zeigen wollte, was ich auch wirklich gerne mag, muss ich hier, ich weiß nicht, ob ich schummel, wenn ich eine Haarbürste zeige. Das ist jetzt nicht unbedingt Indigo, obwohl es geht so in die Richtung. Indigo ist ein bisschen leuchtender und nicht ganz so dunkel. Aber das ist meine Extension-Haarbürste von der Marke Great Length. Und da seht ihr ja die, die sehr feinen Borsten. Und die, mit denen kann man halt über die Extensions drüber bürsten, ohne die irgendwie zu schädigen. Zum Beispiel, wenn ihr so runde Noppen an den Borsten habt, dann neigt euer Haar dazu, irgendwie die Extension, also diese Verbindung ein bisschen zu lösen, wenn man dann durchkämmt. Aber da es sehr fein ist, kann man einfach drüber bürsten und alles entknoten, wie es bei Extensions ja nun mal leider so ist, ohne die Extensions rauszureißen oder zu schädigen oder so. Ja. Und das ist halt mein Top-Favorit, weil ich halt immer noch eine Haarverdichtung habe. Ich habe jetzt keine Haarverlängerung, sondern eine Haarverdichtung. Und ja, deswegen ist das mein Favorit in der Farbe Blau, Schrägstrich in Indigo, möchte gerne Indigo. Dann die Farbe Violett. Und da wir ja schon heute genug über bunte Gel-Eyeliner auf der Wasserlinie geredet haben, weil es einfach so ein Sommerfavorit von mir an sich ist, habe ich euch da auch einen lilanen Gel-Eyeliner rausgesucht, den ich sehr gerne mag. Und zwar ist der von Essence. Kriegt ihr ja ganz günstig im Drogeriebereich. Und das ist die Farbe Berlin Rocks. Jo, das ist mein Favorit in der Farbe Lila. Und dann Favorit in der Farbe Bunt. Und weil Reni einen Duft gezeigt hatte, dachte ich, ja, dürfte ich das auch. Und da habe ich auch einen sehr sommerlichen Duft. Und die Verpackung ist auch so schön bunt und sommerlich und total süß. Das ist ja ein Harajuku Lovers Duft von Gwen Stefani, aber das ist die Sommer Edition und das ist die Duftrichtung Love. Und hier schaut mal, wie porno geil die aussieht. Voll cool mit der XXL Sonnenbrille. Und die riecht auch total sommerlich fruchtig. Ich finde, das riecht irgendwie nach Philippinen. Ich kann es nicht beschreiben. Auf jeden Fall so ananaslastig und süßlich natürlich. Frisch und ja, Ananas beschreibt es schon sehr gut. Und ja, macht auf jeden Fall Lust auf einen exotischen Sommerurlaub. Und das ist ja auch die Packung, also der Badeanzug ist ja auch schön bunt. Und das wäre dann auch mein Favorit in der Farbe Bunt, von der Verpackung her zumindest. Den werde ich mir jetzt direkt mal aufsprühen, weil ich den Duft so toll finde. Und ich wünschte mir bei diesem Duft, dass bei uns auch endlich mal der Sommer irgendwie wiederkommt, weil im Moment ist es ja echt ätzend. Naja, das waren meine Farbfavoriten, beziehungsweise der Colors of the Rainbow Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wen tagge ich denn jetzt mal? Ich tagge die Cleopatra, ach ne, die heißt ja gar nicht mehr Cleopatra, sondern Soraya Ali, meine Freundin. Und dann tagge ich noch die Empathy 25, dann die Tine, die Christina Valeska und die Sandy Beauty Dynamite.
Ja, und alle anderen, die auch drauf Bock haben, fühlt euch angesprochen, macht mit, wenn ihr Lust habt. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag oder wenn ihr dieses Video abends guckt, eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.